Ja, jetzt im zweiten Teil spreche ich noch mit dem Kreator dieser Menüs, kann man so sagen, also dem Herrn Haubenkoch Robert Ferstl. Was ist die Idee, Schokolade einzubinden in Menüs, wo ich jetzt mal sage, dass der Einsatz von Schokolade vielleicht nicht alltäglich ist? Genau, ich wollte einfach versuchen, oder ich versuche, Schokolade den Menschen auch beizubringen, unter Anführungszeichen nicht nur im Dessertbereich, sondern auch mit Fischkombinationen in einer Suppe zu kombinieren, mit Fleischspeisen zu kombinieren, weil es einfach die Geschmacksknospen gerade bei kräftiger Schokolade, bitterer Schokolade ganz anders anreizt, und da kann man viel mit Säure, mit Salzen, Essigen arbeiten, und deswegen ist einfach das für mich eine neue Kombination, was so jetzt vielleicht in unserem Breitennetz noch nicht gegeben hatte. Und das ist meine Philosophie dahinter, weil ich Schokolade einfach sehr gern mag, es ein tolles Produkt ist und mich das auch schon Ewigkeiten begleitet. Herr Zotter hat das bereits angesprochen, Schokolade war früher eigentlich mehr ein Gewürz und eben keine Süßspeise. Wie bringt man sozusagen die Schokolade kulinarisch zu sauren Lebensmitteln oder zu Lebensmitteln, die jetzt eher salzigen Geschmack haben? Das ist ganz wichtig, dass man zuerst einmal die Schokolade probiert und so schaut, dass sie nicht zu viel Restsüße hat. Deswegen haben wir die Prozentangabe vom Kakao. Bei 100% Kakao ist es wirklich schon sehr, sehr bitter. Und da kann man halt wirklich sehr, zum Beispiel, wie ich es heute kombiniert habe mit Paprika. Paprika hat von der Grundfrucht her schon eine Süße, was das dann wieder wegnimmt, dieses ganz Bittere. Wo ich sage, ist auch immer schwer mit, sich mit 100%iger Schokolade zu kochen. Aber wie gesagt, man muss die Schokolade zuerst probieren und dann kann man ein bisschen auf den Geschmack der anderen Lebensmittel eingehen und das einfach dann super kombinieren. Ich verstehe. Und Schokolade mit Fleisch, wie kann man sich das sozusagen für die Zuseher vorstellen? Mit Schokolade und Fleisch ist eigentlich ganz, ganz einfach. Rindfleisch zum Beispiel hat auch eine gewisse Grundsüße vom Fleischgeschmack. Und da arbeite ich sehr gerne eben mit Kakaobohnenbruch. Also mit der gerösteten Kakaobohne sozusagen und auch mit hochwertiger Bitterschokolade in der Beilage, zum Beispiel beim Quinoa dazu, aber auch mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Schokolade dazu oder auch in der Soße verarbeitet. Und was erwartet sozusagen die Gäste vom 09 in den nächsten Monaten? Eine schokoladige Weltreise, sage ich jetzt einmal, wo wir versuchen, eben diese Geschmacksknospen zu öffnen und zu erklären oder zu zeigen, dass Schokolade nicht nur im Dessertbereich verwendet werden kann. Und auf das bin ich auch sehr stolz, dass das auch das vom Haus her ich im Hintergrund habe. Und ja, lasst euch überraschen. Gut, dann wünsche ich Ihrem Team und natürlich auch den Gästen viel Spaß, einen guten Hunger und natürlich auch die nötige Stressresistenz, sage ich jetzt einmal, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Mahlzeit. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.